Hallo und herzlich willkommen bei Pokevestments, eurem YouTube-Kanal für Pokémon Investment Tipps. Mein Name ist Manuel und in diesem Video möchte ich euch gerne meine nächste PSA-Submission vorstellen. Diese geht ja so vermutlich Ende September raus zu PSA. Das Einsendeschluss bei meinem Mittelsmann. Und was ich da so eingesendet habe, das werde ich euch jetzt zeigen und ein bisschen was zu den Karten natürlich auch sagen. Für mich, das kann ich vorwegnehmen, alle Karten, die ich euch jetzt hier zeige, sind für mich PSA 10er Kandidaten. Ich habe da sehr, ja, wie soll man sagen, sehr genau geschaut, dass die Condition das auch hergibt. Und ja, genau, so viel sei mal vorweggegeben. Fangen wir also an mit der ersten Karte. Direkt ein Banger, wie ich finde. Also, boah, Junge, diese Karte, ne? Mit Erika da. Wunderschön, erinnert mich an eine andere Karte, die ich hier auch nicht einsenden werde. Aber so einfach halt, ne, dieses schlafende Mew und allgemein, ich glaube, so diese schlafenden Artworks. Es gibt ja auch noch die Pikachu-Karte. Mal gucken, ob ich die hier. Ich glaube, die habe ich sogar hier in der Submission drin. Die werde ich auch einsenden. Einfach wunderbare Karte, meiner Meinung nach. Für mich eine safe 10. Habe ich tatsächlich gekauft vor einigen Tagen für 100 Euro. In einer WhatsApp-Gruppe konnte ich die sehr günstig schießen. Und mal gucken, was da rauskommt. Wir sind gespannt auf jeden Fall. Weiter geht's. Ja, auch eine Karte, die ich sehr, sehr günstig schießen konnte in einer Auktion von einer WhatsApp-Gruppe. Cynthia's Ehrgeiz müsste das sein, aus Vista Universe. Auch für mich ein 10er-Kandidat. Das Centering vielleicht minimal. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Von oben nach unten. Unten ist ein bisschen dicker, aber pff. Also, wenn der PSA-Grader einen guten Tag hat, dann wird das eine 10. So, gehen wir weiter. Hier ist die Perla aus Space Juggler, meine ich, ist das. Wenn mich nicht alles täuscht. Habe ich aus Japan importieren lassen, diese Karte, für 250 Euro. Ich weiß es noch ganz genau, das war mitten im Hype. Die ist ordentlich runtergekommen auf 200 jetzt bei Card Market. Und ja, mal gucken, also eine 10 muss das schon sein, damit sich der ganze Hase auch rentiert. Ich bin da sehr zuversichtlich, auch wenn hier das Centering auch eben wie bei der anderen Karte unten ein bisschen, ja, wenn man das, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, ein bisschen dicker ist als oben. Aber gleiches Spiel wie bei der Cynthia. Ja, hier eine Karte, die ja links ein bisschen dicker ist als rechts. Ansonsten, ja, wunderschön. Ich meine, dieses Artwork ist auch einfach eine Bombe. Gefällt mir sehr, sehr gut. Meine Lieblings-Goldkarte aus Vista Universe war eine 9,5 von PGS. Ich habe das Ding gecrackt und ja, im besten Fall wird das natürlich dann auch als 10 zurückkommen. Ja, Celebi, auch wunderschöne Karte. Da weiß ich gerade nicht, aus welchem Set. Müsste, glaube ich, auch Space Juggler sein. Weiß es gerade nicht. Ja, wunderschöne Karte, oder? Also, beautiful einfach. Auch gecrackt von einer 9,5 bei AP. Wenn das keine 10 wird, würde es mich sehr stark wundern. Mewtwo Vista, ja, No-Brainer meiner Meinung nach. Auch Centering, alles perfekt. Surface Condition habe ich mir, wie gesagt, alles gut angeguckt. Ist top. Die habe ich auch gecrackt aus einer 9,5 von PGS. 50 Euro habe ich damals bezahlt. Müsste auf jeden Fall auch eine 10 sein. Ja, wie ich schon gesagt habe, jede Karte müsste hier eine 10 sein, in meinem Denken. Aber manchmal laufen die Dinge ja nicht ganz so, wie man möchte. Hier haben wir nochmal die gleiche Karte, gleiches Spiel. Für mich auch eine 10. Die habe ich, glaube ich, auf Card Market gekauft für, lass mich nicht lügen, 40 Euro oder so. Hier eine Karte, 50 Euro bezahlt, auch gecrackt, 9,5 von PGS war das. Ja, Centering hier auch, also oben ein bisschen dünner als unten, aber ansonsten makellos, würde ich sagen. Machen wir weiter. Hier Friends in Hisui ist die Karte, auch sehr, sehr schöne Karte, by the way. Hier ein Banger, Marnie, war auch eine 9,5 bei PGS. Hier das gleiche Spiel wie bei all den Karten, was mir so auffällt. Oben dünner als unten. Muss man Glück haben mit dem Grader, aber dann sollte das eine 10 werden, ja. PSA ist ja normalerweise beim, wie sagt man, beim Centering nicht ganz so, wie sagt man, knauserig.
Also, wenn ich Glück habe, dann wird das eine 10. Genauso wie das schöne Carpador. Boah, wunderschöne Karte. Leute, wusstet ihr hier? Ja, da ist noch das Garados, was sich da versteckt. Ich wusste das eine lange Zeit nicht. Muss ich nicht sagen. Wunderschöne Karte. Machen wir weiter. Sylvana, ja. Auch eine super schöne Karte. Habe ich tatsächlich mit der nächsten Karte, ich spoilere euch hier mal, ist nochmal die Perla, für 200 Euro zusammen geschossen über eine WhatsApp-Gruppe bei einem Käufer, beziehungsweise bei einem Verkäufer, der die angeboten hat. Ich habe euch dazu auch ein Video gemacht. Die Leute, die sich das angeguckt haben, wissen das natürlich. Ja, beides für mich 10er-Kandidaten. Ich lege die hier auch schon mal weg. Wunderschön. Also, das war ein super Deal. Und jetzt kommen wir auch schon zu den letzten. Wir haben hier einmal nochmal das Umbreon V. Und dann haben wir es nochmal. Noch ein zweites Mal. Das hier, Sekunde. Das war auch gecrackt. 9,5 vom PGS. Ja, da tatsächlich anderes Spiel. Unten ein bisschen dünner als oben. Und die letzte Karte ist die Friends in Sinnoh-Karte. Auch meiner Meinung nach eine wunderschöne, ja, Freundeskarte. Wird ihren Weg gehen. Wird meiner Meinung nach auch eine 10. Ich kriege das gar nicht mehr hier richtig aufs Bild. Da muss ich das so machen. Und ja, das ist es dann auch schon gewesen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Schreibt mir mal eure Meinung in die Kommentare zu den Karten. Und ich hoffe, es war ganz sehenswert. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut und ciao.